irgendwelche Dinge erinnert und mit Fenstern aufploppt. Genau, wenn du aufnimmst. So. Kommen die Busse klar, oder? Ja, scheint. Nee, die Busstation kommt noch nicht ganz klar. Ist, glaube ich, eine Busstation, oder? Ja, ja, hat sich umorientiert, aber irgendwie noch nicht perfekt. Jetzt perfekt. Sehr schön. Okay, wir können natürlich da auch nochmal upgraden, aber vielleicht... Also wirklich ist der Stau nicht entzerrt, ne? Immer Leute, wer im Kreisverkehr ist, der darf fahren, ne? Ach so, der Bus hat einfach blockiert, oder was? Wir brauchen da mehr Straßen, beziehungsweise mehr Spuren. So fließt es doch schon etwas besser scheinbar, vielleicht, hoffentlich. Okay. Hier sieht es immer noch sehr katastrophal aus, irgendwie. Wir brauchen jetzt aber wieder mehr Gewerbe. Ich werde es so machen, dass ich hier tatsächlich einfach kleine Fleckchen entferne, die immer ein Haus aus, ausmachen. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich effektiv ist. Das war jetzt einfach so ein Gedanke, dass man das ab und zu machen könnte, so kleine Lädchen quasi einbauen. Das wäre noch eine coole Info, wenn man gesagt kriegen würde, wo Gewerbe gebraucht wird. Sonst muss man sich halt die Hausinfo angucken. Oh shit, das wollte ich gar nicht. Verdammt. Okay, setzen wir das Ding hier hin. Das habe ich echt einfach spontan geklickt. Verdammt. Ich wollte hier umschalten einfach nur. Naja, okay. So, was haben wir noch? Karussell. Haben wir irgendwo noch schlechte Laune quasi? Ja, da könnte man auf jeden Fall hier ein bisschen gute Laune verteilen. Ah, weiß nicht, ob so ein Parkplatz jetzt was bringt. Unser Klassiker, Blood KFC. So. Und hier ist auch ganz, ganz furchtbar. Da ist eine Polizeiwache, direkt neben. Und trotzdem haben die hier Kriminalitätsrate hoch, oder was? Wie kann denn das angehen? So, jetzt haben wir da keine Kriminalitätsrate mehr. Tote, haben wir da ein Problem mit? Leichenentsorgung, wo? Oh. In allen Bereichen eigentlich relativ grün. Da liegt wohl noch... Okay, da liegen ein, zwei Leichen, die zum Abholen bereit wären. Bauen wir da noch so ein Krematorium. Moment, wo war denn der Friedhof jetzt? Da. Den entleeren wir mal, dann haben wir da nämlich wieder Platz für mehr Gebäude. Dann können wir auch hier Gewerbe drauf machen. Dann ist da auch nicht mehr so lärmig, hoffe ich. Ja, der Bereich ist, echt eine Katastrophe. Es geht schon eigentlich gar nicht mehr. Und hier ist viel zu nah an, Wohngebieten tatsächlich. Eins oder ungefähr so und dann machen wir das so. Dann drängen wir das zumindest. Ne, das ist alles Gewerbe, ne? Ist gar kein Wohngebiet. Ist okay, wenn da Lärm ist. So. So, jetzt ziehen sie auch ein.
Feuersicherheit und Polizei brauchen wir. Ist aber Feuersicherheit ist grün. Polizei ist grün. Arztversorgung. Ah ne, das ist die Krematoriumsversorgung. Beziehungsweise die Leichenentsorgung. Komm, die packen wir einfach. Ne, die macht ja gute Laune. Die packen wir mal schön hier. Hier mitten rein. Die ärztliche Versorgung machen wir mal dahin. Und ÖPNV wäre natürlich auch noch gut. Bus und dann eine Linie hier einmal durch. Mit möglichst vielen Haltestellen. Jetzt mal gucken. Da geht's rein. Oh, das ist eine Sackgasse. Dann geht's hier am besten. Und da müssen wir nochmal eine da, eine hier und dann hier oben weiter. Auch nicht perfekt. Okay. Zack, 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 zurück. So, neue Linie. Nochmal das Ganze. So. Dorthin. Schitte. So. Dahin. Hierhin. Und schließen. Okay. Jetzt sollte diese Linie funktionieren und Leute zur Arbeit bringen, im besten Fall. Das Bildungslevel ist da auch nicht gut, das ist schön. So blöd das klingt. Das Bildungslevel davon ist da okay, tatsächlich, obwohl die keine Schulen da haben. Die kommen wohl trotzdem hier hinten hin. Also hier ist unsere Hochkultur sozusagen. Da ist die Bildung enorm gut. Hier hinten, naja, da entwickelt sich's ja noch. Mal schauen, wie es so wird, wenn wir ein bisschen Zeit hatten, ne? Okay, um diese große Straße oder entlang der großen Straße kommt auf jeden Fall ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Das eignet sich für große Straßen. Und dann könnten wir halt bestimmt noch andere Dinge tun, die mir gerade nicht einfallen. Könnte da schon mal vorbereiten, aber an sich würde ich ja gerne mit der Tourismusindustrie weitermachen. Nur, ja, da haben wir halt ein paar Einschränkungen, nämlich es kommen überhaupt nicht genug Touristen. Okay. Das hätten wir. Und dann ziehen wir einmal hier Gewerbe durch. Nicht ganz optimal, aber egal. Und dann kommt da nochmal Wohngebiet hin. Und dann suchen wir uns noch was Schönes raus, um die Laune zu verbessern. Zack. Und dann haben wir hier noch einen großen schönen Park. Das Karussell können wir mal hier noch hinbauen. Ja, jetzt gleich kommt wieder die Meldung. Unterbrochene Stromkreise. Ja, machen. Okay, gut. Es ist ein bisschen weiter gegangen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon besser geworden ist. Hier gibt es immer noch viele verlassene Gebäude, eher. Und keine Arbeiter gibt's. Vielleicht müssen wir tatsächlich hier auf dicht besiedelt umsteigen. Wer weiß. Aber da müssten die Leute auch erstmal kommen. Und im Moment besteht eigentlich kein Bedarf mehr nach Wohngebiet. Huch! Biotreibstoff-Müllwagen, das ist ja auch genial. Die stauen sich da aber
Unfassbar. Haben wir da noch eine Straße, die besser ist? Diese da? Könnte da. Okay. Nicht wirklich, weil der Kreisverkehr halt nicht so gut ist. Vielleicht müssten wir daraus auch eine noch mehrspurigere Straße machen. Das ist natürlich auch mega kacke, dass wir dann noch eine Kreuzung mehr haben. Wirklich schlecht. Jetzt fließt es zumindest schon ein bisschen besser. Gut, das hätten wir. Am liebsten würde ich irgendwas noch hier in diesem Bereich machen, aber ich glaube, da muss ich langsam entwickeln. Da oben gehen keine Wohngebiete, da ist wirklich Verschmutzung, da will ich keinen hinlassen. Da könnten wir höchstens noch Gewerbeflächen hinmachen. Aber irgendwo blinkt's die ganze Zeit, also so schlimm kann es nicht sein. Aber die brauchen hauptsächlich Arbeiter, das sind gut und hochgebildete Leute, sind da angestellt. Das ist natürlich nicht optimal, ne? Arbeitsplätze haben wir satt, nur Arbeiter halt nicht. Da ziehen auch ein paar ein jetzt. Die ersten Gebäude sind da. Aber es blinkt. Wo denn? Da. Ach so, hier im Wohnbereich. Okay. Gut, das ist in Ordnung. Da sind die Wohngebiete voll besetzt. Da ist Gewerbe. Und ja, immer noch ziemlich viel, was. Ja, da sind aber die ersten Ungebildeten, die auch schon arbeiten. Da ist nur ein einziger Hochgebildeter, der schafft dann wohl alleine in der Firma. Oh, verfügbarer Strom. Da müssen wir was tun. Können wir noch so ein Türmchen bauen? Wann kriegen wir das? Mit 50.000. Oh, hi, hi. Hallo. Ah, da. Da können wir es bauen. Und jetzt müsste der Strom pammen. Ab nach oben. Wobei, so viel pammen ist es gar nicht. Okay. Na, was sagt der Strom? Immer noch in Ordnung. Ich glaube, wir können mal wieder alle abschalten. Ja, das ist noch okay. Gut, und hier haben wir zu wenig Kunden wahrscheinlich, ne? Ja, nicht genügend Kunden. Heißt, wir müssen die 36.000 irgendwie knacken. Machen wir mal ein bisschen beschleunigt. Im Moment haben wir viele, die kommen. Oder halbwegs viele. Es tickert immer ein bisschen nach oben. Hier werden auch langsam die zugewiesenen Wohngebiete bewohnt. Und es fehlen nur noch ein paar tausend Einwohner. Wie sieht es da mit der Feuersicherheit aus? Da könnten wir mal eine Feuerwache, eine große, vielleicht hier oben einfach. Hm? Kostet natürlich, aber macht auf jeden Fall gute Laune bei der Bevölkerung. Na, das brauchen wir nicht unbedingt. Wie sieht das hier aus? Was wollte ich hier machen? Hauptsächlich Grundschule in erster Linie. Ja. Und da noch eine Grundschule. Auch die macht gute Laune. Krematorium haben wir zwei verteilt. Da oben wird es auch schon wieder gräulich. Schmeißen wir da noch eins hin. Arzt haben wir hier. Große Krankenhäuser. Ups, so. Ach, eine Sauna. Okay. Gut, es kommen über 100 Leute immer so ein bisschen dazu, jetzt noch ungefähr 3000.